Das hier ist wohl einer der günstigsten 144 Hz Gaming Monitore, die man so kaufen kann. Der LG UltraGear 24GN 600B bietet für einen Preis von um die 150 Euro wirklich eine Menge. 144 Hz, IPS Panel, 1 Millisekunde Reaktionszeit und auch eine 100x100 WESA Montagemöglichkeit für Monitorhalterungen oder Wandhalterungen, welche für mich unverzichtbar war. Der Monitor bietet also für wenig Geld ziemlich viel. Ob der Monitor sich lohnt, welche möglichen Nachteile er hat, und auch die für mich besten Bildeinstellungen, das alles in diesem Video. Vorher aber eine lustige Vorgeschichte, wieso ich mir diesen Monitor überhaupt gekauft habe. Denn eigentlich hatte ich ja mit dem AOC C24G1 einen soliden 144Hz Monitor zum Zocken. Joa, hatte trifft es auch ganz gut. Denn eines Nachmittags spielte der kleine TechTypes gemütlich ein paar Runden Fortnite. Doch weil ich bei Vodafone bin, spielt das Internet in der Regel nicht mit. Und gerade bei einem Game wie Fortnite, die Gegner bekommen jede Wand, man selbst kann nicht richtig bauen oder editieren, Schüsse connecten einfach nicht und das frustet auf Dauer extrem. Da tut es manchmal ganz gut, einfach meine Frust rauszulassen, indem man beispielsweise auf den Tisch haut oder auf die Tastatur oder, was ich mir zu der Zeit angewöhnt habe, meine Maus auf den Tisch zu werfen. Fragt nicht, ist halt einfach so, habe ich mir angewöhnt, keine Ahnung warum. Also habe ich an dem Nachmittag den TechTypes Classic gedroppt. Meine Maus flog auf den Tisch, wurde mysteriöserweise einen Tag zu einem Flummi, sie ist also hochgesprungen und scheinbar gegen den Monitor geklatscht. Erst war etwa ein Viertel von der rechten Seite schwarz und im Laufe des Tages ging das ganze Panel kaputt. Tja, was soll ich sagen? Ein kleiner Ausraster, der mich mal eben 150 Euro gekostet hat. Als Außenstehender klingt das vermutlich ziemlich lustig, aber ich bin halt nun mal auch nicht reich und habe mal eben 150 Euro auf der Kante für etwas, das zurzeit gar nicht eingeplant war. Aber was soll man machen? Muss ich jetzt leider mit leben. Immerhin konnte dadurch diese Review ermöglicht werden. Mein zweites Monitor-Review in über 2 Jahren. Let's go. Und zu dem komme ich jetzt doch wieder. Im Lieferumfang des LG UltraGear 24GN 600B befindet sich zum einen der Monitor, der Standfuß, ein bisschen Anleitungskram, ein DisplayPort-Kabel, welches ihr im Übrigen auch braucht, um die vollen 145 Hz zu bekommen, und ein externes Netzteil. Bei dem Netzteil gibt es leider direkt auch die erste Kritik. Denn dieses ist für mich etwas zu kurz, dürfte um die 1,5 Meter lang sein, was für viele vielleicht reichen dürfte. Allerdings ist mein Setup ja etwas größer und die Mehrversteckdose nun mal nicht direkt unter dem Monitor. Naja gut, inzwischen ist sie das. Ich musste meine Kabel anders verlegen, damit alles passt. Und da das Netzteil direkt am Kabel ist, ist es auch nicht irgendein Standardkabel, das ich mal eben neu kaufen könnte. Aber zurück zu dem Monitor. Der Aufbau, wenn man das überhaupt so nennen kann, ist super easy. Ihr müsst nur die zwei Teile vom Standfuß zusammenstecken, eine Schraube unten rein und an den Monitor stecken. Oder ihr nutzt den Monitor so wie ich an einer Monitorhalterung, was ich euch auch empfehlen würde. Den Monitor gibt es wie gesagt ab ca. 150 Euro zu kaufen und ist damit aktuell einer der günstigsten 144Hz Modelle, die ihr bekommen könnt. Der Monitor sieht aus wie ein typischer Gaming-Monitor. Vorne hauptsächlich schwarz, mit ein wenig Rot auf der Hinterseite vom Standfuß. Auf der Rückseite des Monitors habt ihr noch mehr rote Akzente, ist ganz nett, aber eigentlich sowieso irrelevant, da man sowieso nur die Vorderseite sieht. Hinten habt ihr 4 Löcher für Tisch- oder Wandhalterungen, einen Displayport, 2 HDMI, einen Kopfhöreranschluss und einen Anschluss für das Netzteil. Definitiv mehr als genug Anschlüsse, vor allem für den Preis. Unter dem LG-Logo habt ihr noch einen kleinen Knopf, den ihr quasi wie einen kleinen Joystick steuern könnt, um euch durchs Menü klicken zu können. Zu den Einstellmöglichkeiten komme ich aber später nochmal. Der Monitor selbst hat leider fast gar keine Ergonomie, deswegen ist es denke ich auch das Beste, wenn man eine Monitorhalterung nimmt. Sowas bekommt ihr schon ab ca. 30 Euro. Ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Machen wir weiter mit ein paar technischen Daten. Ihr bekommt ein 144Hz IPS-Panel, das nicht curved ist, eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde, eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll und eine Auflösung von 1920x1080. Also ganz normal Standard Full HD. IPS-Panel haben zwar nicht so geile Schwarzwerte wie VA-Panel, aber dafür sind die Farben schöner. Es ist also mehr oder weniger Geschmackssache. Dennoch kriegt man auch mit dem LG-Monitor ein sehr ordentliches Farbbild zustande. Ist der Monitor dann einmal angeschlossen und wie gesagt, bitte nutzt den DisplayPort-Anschluss, dann merkt ihr auch schon anhand des bewegenden Mauszeigers, dass sich ein 144Hz-Panel viel schneller und angenehmer anfühlt. Es kann sein, dass ihr die 145Hz nochmal separat einstellen müsst. Das macht ihr entweder in der Treiber-Software eurer Grafikkarte oder ihr macht einen Rechtsklick auf euren Desktop, klickt auf Anzeigeeinstellungen, dann auf erweiterte Anzeigeeinstellungen, wählt den LG-Monitor aus und packt die Aktualisierungsrate auf den gewünschten Wert, in dem Fall eben 144Hz. Die Bildeinstellungen des Monitors sind out of the box in Ordnung, allerdings mir etwas zu dunkel und das Bild ist etwas zu rötlich. Daher folgen jetzt meine persönlichen Einstellungsempfehlungen sowie andere Spielereien in den Einstellungen des Monitors.
Um dorthin zu gelangen, klickt ihr einmal auf den Knopf unter dem LG-Logo, steuert dann einmal nach rechts auf Menü und dieses öffnet sich dann auch schon. Unter Spielmodus findet ihr verschiedene Bildeinstellungs-Presets. Probiert da ruhig mal ein paar durch, vielleicht sagt euch ja was zu. Ich würde euch entweder den HDR oder lebendig empfehlen. Unter Spielereinstellungen findet ihr Spielereien wie FreeSync, was für ruckelfreies Gaming sorgen kann, Schwarzstabilisator, um die Schwarzwerte anzupassen, den habe ich auf 50, und wie verschiedene Fadenkreuze, die ihr euch in-game anzeigen lassen könnt, falls ihr sowas zum Zocken brauchen solltet. Dann kommen die Bildanpassungen. Solltet ihr den Preset lebendig oder HDR gewählt haben, solltet ihr nur noch Kontrast und Helligkeit auswählen können. Die Helligkeit habe ich auf 90, den Kontrast auf 70. Und unter Allgemein könnt ihr noch sowas wie die Sprache des Monitormenüs auswählen. Und das sind sie auch schon, die für mich besten Bildeinstellungen. Mit diesen Einstellungen ist der Monitor hell genug, hat kräftige Farben, aber auch noch gute Schwarz- und Weißwerte. Probiert trotzdem am besten selber durch, denn wir haben ja alle verschiedene Augen und empfinden andere Sachen für angenehm. Der nächste Punkt, zu dem ich kommen möchte, ist wohl auch einer der wichtigsten bei diesem Monitor. Wie zockt es sich denn mit einem 150€ 144Hz Monitor? Die Antwort: wirklich gut. Der Monitor hat schöne Farben, reagiert schnell und die hohe Bildwiederholrate ist vor allem bei Games wie Fortnite, Rainbow Six, CSGO, Valorant, Call of Duty und nicht zu vergessen Solitär einfach nur großartig. Für jeden, der bereits schnellere Monitore gewohnt ist, mag das zwar nichts Besonderes mehr sein, aber sollte das ja euer erster 144Hz Monitor werden, dann glaubt mir, eure Welt wird einfach zusammenschmelzen. Ihr werdet nie wieder etwas anderes wollen. Ich habe das kürzlich erst wieder gemerkt, als mein AOC Monitor kaputt war und ich eine Zeit auf einem 60Hz Monitor zocken musste. Das hat sich so laggy angefühlt, obwohl ich mehr als genug FPS hatte. Und bei schnellen FPS Games ist das in der Tat auch ein Nachteil, wenn man nicht wenigstens einen Monitor mit über 100Hz hat. Denn die Gegner sehen halt einfach mehr Bilder die Sekunde und haben so gesehen auch schneller mehr Informationen als ihr. Also falls ihr gerne FPS-Games zockt und noch keinen 144Hz Monitor habt, dann glaubt mir, es ist ein absolutes Muss. Dennoch ein kleiner Disclaimer, ihr solltet euch so einen Monitor wirklich nur holen, wenn euer PC auch genug FPS in den Game schafft, die ihr zocken wollt. Generell kann man sagen, dass euer Monitor weniger Hertz haben sollte, als ihr FPS in-game. Zumindest bei schnellen Ego-Shootern und ähnlichem. Seid ihr beispielsweise riesige Rainbow Six Siege-Fans, schafft aber mit eurem PC nur durchschnittlich 70 FPS in dem Game, dann bringt euch ein 144Hz Monitor gar nichts. Im Gegenteil, denn dadurch, dass der Monitor mehr Hertz hat als die FPS, spürt ihr jeden FPS-Drop und das ist einfach nur widerlich. Da man aber Games, für die man hohe FPS braucht, eh meist mit niedrigen Settings spielt, sollte es nicht das allergrößte Problem sein, mindestens 144 FPS zu bekommen. Spiele wie CSGO oder auch Valorant sind sowieso Toaster-Games und laufen auf fast allem gut. Abschließend kann ich sagen, dass der LG UltraGear 24GN 600 ein wirklich extrem guter Gaming-Monitor ist für alle, die 144Hz für wenig Geld wollen. Er bietet quasi alles, was man braucht, außer eben gute Ergonomie, aber die kann man sich für wenig Geld durch eine Monitorhalterung holen, falls es einen stört. Ich kann den Monitor bedenkenlos empfehlen und mittlerweile sind 144Hz so günstig geworden, dass es sich aus meiner Sicht kaum noch lohnt, einen normalen 24 Zoll Full HD 60Hz Monitor zu holen. Außer ihr braucht wirklich nur was Günstiges fürs Büro. Solltet ihr noch Fragen haben, dann fragt gerne in den Kommentaren oder auf meinem Discord-Server. Werde den Monitor vermutlich noch einige Jahre nutzen, außer ich spiele wieder Völkerball mit meiner Maus. Lasst ein Like da, wenn es gefallen hat, und dann sieht man sich hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.